nach. Und heute schauen wir den streng geheimen Barbie-Film. Das ist aber kein normaler Barbie-Film. Das ist der gruselige Barbie.exe-Film. Da spielt also die böse Version von Barbie mit. Hier drin ist der Film, Freunde. Und den hat irgend so eine mysteriöse Gestalt zu uns hier ins Hauptquartier gebracht. Hier haben wir immer wieder auf den Überwachungskameraaufnahmen gesehen. Lasst uns die Aufnahme anschauen. Hier sind sie auch schon, Freunde. Hier ist der Ordner. Klicken wir direkt mal rein. Hier sehen wir jetzt auch schon die Überwachungskameraaufnahme vom Keller. Und wenn wir da ein bisschen vorspulen, so, dann sehen wir, dass das so eine komische Person war mit so langen Haaren, die fast auch noch wie Barbie aussieht. Und das gleiche auch im Bad. Wenn wir da ein bisschen vorspulen, sehen wir sie hier jetzt auch, ja. Und auch noch im Esszimmer, da war sie auch noch. Ja, hier sehen wir sie. Und dort im Esszimmer hat sie auch diesen Film hier liegen lassen. Den Barbie.exe-Film, und den schauen wir heute zusammen an. Ich würde sagen, wir legen den direkt mal ein. Und schauen ihn uns an, let's go. Und wir sind auch schon beim Fernseher, Freunde. Hier öffnen wir mal den Film und holen die DVD direkt mal raus. Und hier ist Barbie einfach auch drauf, Freunde. Lass ihn uns direkt mal in den Fernseher einlegen. So, hier das Fach aufmachen. Perfekt, hier geht's auf, Freunde. Und da tun wir ihn jetzt rein. So, hier drin. Und er verschwindet. Und das erste Bild vom Film ist auch schon da, Freunde. Wie krass. Und da sieht man einfach so eine dunkle Gestalt bei so einem Labortisch oder so. Ist das vielleicht schon Barbie, Freunde? Wir finden es gleich heraus. Aber vorher gehen wir jetzt noch ganz schnell zu unserem Popcorn, weil wir haben echte Barbie.exe Popcorn gekauft, Freunde. Da ist einfach Barbie mit so weißen Augen drauf und die Popcorn sind bunt. Beziehungsweise, das sind, glaube ich, gar keine Popcorn, aber die sind ultra lecker. Das Ding ist, den Film zu schauen, ist nicht ganz ungefährlich. Und deswegen haben wir natürlich auch noch Werkzeuge dabei, mit denen wir uns verteidigen können. Weil wer weiß, ob Barbie heute bei uns auftaucht. Und wir haben natürlich noch eine Lampe dabei, damit wir hier im Dunkeln auch was sehen. Aber gut, dann nehmen wir direkt mal unser Barbie.exe Popcorn und schauen den Film an. Let's go! Und wir sind zurück, Freunde. Und hier ist auch schon wieder das Standbild vom Film von vorhin. Und da drücken wir jetzt direkt mal auf Play. Mm. Let's go, Freunde. Der Barbie.exe-Film spielt ab. Und wow, da ist so eine Frau. Ist das vielleicht Barbie und die mischt irgendwelche Chemikalien? Aber nein! Freunde, da in diesem Kessel, da ist Barbie drin. Die schwimmt da irgendwie in so einer Flüssigkeit. Oh, die Frau. Beziehungsweise dieses dunkle Wesen schüttet da sowas Pinkes rein. Und Barbie fängt übel an zu zittern und oh, ihre Augen werden irgendwie ganz krass. Und ich glaube, sie verwandelt sich und ja, sie verwandelt sich in Mami Longlegs. Wartet mal, was, Freunde? Das heißt, Mami Longlegs war die ganze Zeit Barbie. Nur, dass sie irgendwie verwandelt war. Und Mami Longlegs bricht, glaube ich, aus diesem Ding aus. Ja, wow, das Ganze fliegt auseinander. Die Frau wird irgendwie von Glasscherben getroffen. Liegt jetzt da am Boden und jetzt kommt diese Mami Longlegs aus ihrem Käfig raus, Freunde. Wow, ist das krass. Und da ist jetzt irgendwie noch so ein Monster. Ja, das Huggy Wuggy. Und Kissy Missy ist sogar auch neben ihnen. Und die haben Kinder. Ja, die rennen einfach rum. Mini Huggy Wuggy und Mini Kissy Missy. Ist ja viel zu krass. Und Mini Huggy Wuggy sitzt auf so einer Bahn drauf. Wow. Und wartet mal. Ist das Mami Longlegs? Ja! Die kommt da einfach aus dem Dunkeln raus. Beziehungsweise, das ist Barbie, Freunde. Das ist einfach die verwandelte Barbie. Und wow, die hittet jetzt dieses eine Monster. Ist ja viel zu krass. Und das liegt jetzt auf dem Boden. Und wow, die freut sich übel deswegen. Und das Kind von dem Monster schreit übel. Oh nein. Das war einfach sein Papa oder seine Mama oder so. Und wow, Mami Longlegs nimmt jetzt auch noch das Kind. Huggy Wuggy und Kissy Missy rennen jetzt auch weg mit ihren Kindern. Und sie schüttelt es einfach so rum. Wow, aber Huggy Wuggy entscheidet sich zu kämpfen gegen die böse Barbie.exe, aka Mami Longlegs, und trifft sie einmal im Gesicht, ja. Er kämpft, um das Kind wieder zu bekommen, Freunde. Wow, ist das krass. Und wow, jetzt elektroschockt er sie übel. Ist ja übel krass. Und nimmt das Kind und verschwindet. Ja, er hat's geschafft, Freunde. Und Mami Longlegs rastet übel aus, sodass die Decke einfach in sich zusammenbricht und schleudert jetzt irgendwelche Steine gegen die beiden. Ist ja viel zu krass, aber sie können irgendwie ausweichen. Ja, aber da ist ein Stein über ihnen. Oh nein, er hat sie getroffen. Und Kissy Missy weint einfach. Oh nein, es ist traurig. Sie nimmt jetzt ihr Kind, also ihr Huggy Wuggy Kind, und rennt weg vor Mami Longlegs und die nimmt die Verfolgung auf. Und die Barbie Mami Longlegs schleudert jetzt so ein Spinnennetz auf dieses eine Kind. Und es ist einfach runtergefallen. Wartet, was passiert da? Es ist auf den Boden gefallen, Freunde, und Kissy Missy weint noch mehr. Aber jetzt findet sie irgendwelche Hände, die sie sich anzieht, ja. Und kämpft gegen Mami Longlegs. Ja, das macht sie richtig. Wow. Sie stößt jetzt auch so eine Kiste von oben runter und die fällt direkt auf sie drauf. Auf die Barbie Mami Longlegs und sie fällt in die Tiefe. Aber nein, sie schafft sich gerade noch so festzuhalten an Kissy Missy. Und die hängt jetzt einfach an ihr dran und die hängen beide an der Klippe. Und wow, Mini Huggy Wuggy ist da oben auch. Und ich glaube, bald werden beide runtergezogen und ja, sie lassen beide los. Und wow, sie fallen beide in die Tiefe. Und liegen jetzt beide da unten auf dem Boden. Und wow, Mini Huggy Wuggy hat alles mit angeschaut, Freunde. Wie krass ist denn dieser Film? Und jetzt ist er einfach nur noch alleine da und er weint. Und alles nur, weil sich diese böse Barbie in Mami Longlegs verwandelt hat. Wow, aber sie sind da jetzt alle zusammen. Wow, es ist... Oh, ich, Freunde, wartet mal, da hat es gerade an der Tür geklingelt. Freunde, lasst uns direkt mal nachschauen, ob da jemand ist, aber...
wir nehmen natürlich noch Zeug mit, mit dem wir uns verteidigen können. Weil wer weiß, wer da gerade vor der Tür steht um 3 Uhr nachts. Komm mit, Freunde. Hier vorne. Mal, was ist das hier? Freunde, hier ist einfach so eine Barbie-Puppe an der Tür mit so einem Schild für Doktor. Ja, das ist einfach eine ganz normale Barbie-Puppe, Freunde. Hier unten steht's auch drauf, aber hier hat die Barbie irgendwie keine Augen. Das heißt, es ist keine normale Barbie-Puppe, sondern vielleicht eine Barbie-Puppe.exe und die lebt irgendwie. Das Ding ist, bisher sieht sie aus wie eine normale Puppe. Hallo? Hallo, Barbie? Nee, da passiert nichts. Dann lasst uns jetzt direkt mal wieder rübergehen, sie auspacken und den Film weiterschauen. Let's go! So, Freunde, wir sind wieder beim Film. Wir müssen nur wieder auf Play klicken, aber ich weiß nicht, ob es so schlau ist, die direkt aufzupacken. Weil nicht, dass wir sie dadurch befreien und sie uns dann irgendwas tun kann oder so. Auch wenn sie gerade relativ normal aussieht. Schaut mal, Freunde. Ja, sieht relativ normal aus, Freunde. Aber gut, dann stellen wir sie vielleicht doch hier drüben einmal hin zu unseren Kerzen. So, perfekt. Und lassen, während wir uns den Barbie-Film drüben anschauen, hier auch noch eine Barbie-Cam laufen. Das heißt, wir sehen alles, was die Puppe hier macht. So, Freunde, die Überwachungskamera läuft. Und wir gehen wieder rüber zum Barbie-Film und schauen weiter. Let's go. So, wir sind zurück, Freunde. Und der Film geht weiter. Da sieht man nämlich gerade, wie Huggy Wuggy von dieser Brücke fällt. Wow, ist das krass. Und wow, da oben ist irgendwie so ein Bär. Und der weint übel um ihn. Oh nein. Huggy Wuggy ist einfach da unten auf den Boden gefallen. Och Mann. Und wartet mal, warum ist da jetzt wieder Mami Longlegs? Beziehungsweise Barbie. Wir wissen ja jetzt, dass es einfach Barbie.exe ist. Die sich einfach nur verwandelt hat. Aber gut, sie schleichen jetzt irgendwie darüber. Sehr zu rote Augen. Wow. Und der Bär hat das gerade auch gesehen und weint einfach. Oh nein, das ist so traurig, Freunde. Und was sehen wir da jetzt? Eine Mumie oder so? Oh nein, wir sehen einfach Huggy Wuggy, wie er so eingewickelt ist in so Tücher. Ich glaube, das ist ein Verband. Und Mami Longlegs bringt ihm Essen? Ich dachte, Mami Longlegs mag Huggy Wuggy gar nicht. Aber gut, er liegt da, er ist auch noch völlig verängstigt. Und jetzt erinnert er sich, glaube ich, dran, wie sie ihn aufgefangen hat. Ja. Das heißt, Mami Longlegs, aka Barbie, hat einfach ihren Liebsten Huggy Wuggy gerettet. Oh. Und jetzt sitzen die beiden einfach da und wow, ich glaube, sein Herz macht irgendwelche Geräusche. Ja. Denn es schlägt wieder. Ja, Freunde. Mami Longlegs hat Huggy Wuggy wirklich gerettet und sie freut sich übel krass. Sie nimmt jetzt aber das Herz. Oh, warum nimmt sie das Herz? Und setzt es irgendwie da ein. Was macht sie denn da? Das sieht ultra komisch aus. Aber wartet mal. Freunde, schaut mal die Barbie-Cam. Die ist irgendwie ausgegangen oder so. Wow, was ist da passiert? Lasst uns direkt mal rübergehen und schauen. Let's go. Wartet mal, was ist hier denn passiert? Hier ist zwar diese Barbie-Verpackung, aber Barbie ist gar nicht mehr drin. Ist sie vielleicht ausgebrochen oder so? Freunde, wenn ihr wisst, was passiert ist, wenn ihr irgendwas auf der Barbie-Cam gesehen habt, dann schreibt es jetzt in die Kommentare und gebt einen fetten Daumen nach oben, wenn sie sich irgendwie bewegt hat. Weil ich meine, irgendwie muss sie ja hier rausgekommen sein. Wow. Lass sie uns direkt mal suchen. Das bedeutet ja auch, sie lebt irgendwie. Wow, wo ist sie? Barbie, bist du hier irgendwo? Oh nein, sie ist einfach nirgends, Freunde. Vielleicht ist sie aber auch auf dem Klo. Vielleicht musste sie einfach aufs Klo. Lass uns direkt da mal schauen. Let's go. Freunde. Das Ding ist, was machen wir jetzt? Och Mann, Freunde, was ist mit ihr passiert? Wenn ihr was wisst, dann schreibt es jetzt direkt mal in die Kommentare. Weil wir müssen sie wiederfinden. Das ist so eine kleine, lebendige Barbie.exe-Puppe. Das kann doch nicht sein, dass sie nirgends ist. Hallo? Barbie, bist du hier irgendwo? Nicht mal hier unterm Schrank ist sie, aber wow, was war das? Freunde, ich könnte schwören, dass ich da gerade jemand vorbeilaufen sehen habe. Von hier drüben aus meinem Schlafzimmer nach hier drüben in die Küche. Aber hier ist doch niemand, oder? Nee, sieht nicht so aus. Hier ist weit und breit einfach niemand. Dann habe ich mir das bestimmt nur... Oh, eingebildet. Aber gut, Freunde, ich bin ultra müde. Ich würde sagen, ich gehe jetzt direkt mal schlaufen. Und währenddessen lassen wir hier die Überwachungskamera laufen, die auf mein Bett filmt. Und Freunde, wenn ihr Barbie seht, dann gebt einen fetten Daumen nach oben. Weil wenn alle liken, dann geht hier in meinem Zimmer ein Like-Alarm los. Der klingt ungefähr so. Wow. Der ist ja übel laut. Und dann wache ich auf und kann gegen Barbie kämpfen. Aber gut, ich würde sagen, wir gehen jetzt direkt mal schlafen. Und Freunde, liken nicht vergessen, wenn ihr Barbie hier irgendwo seht. Gute Nacht.
sagen, wo, Freunde, wart ihr das? Aber Barbie ist hier doch nirgendwo, oder? Nein. Wie sollte die noch nur aktivieren, wenn Barbie da ist? Und sie ist... hier doch... Oh, da ist sie! Oh!